Dann schauen wir uns halt das neue Tamara-Video an. Oder? Die Nummer 1 Eigenschaft, die Frauen an einem Mann lieben. Für viele unerwartet. Oder? Will ich wissen, wer Tamara ist? Wahrscheinlich nicht. Du wirst sie jetzt kennenlernen. Also schauen wir mal. Es gibt eine Eigenschaft an einem Mann, die für viele Laut. Frauen am allerwichtigsten ist. Sie ist wie eine Grundbasis, die unter allem anderen liegt. Für die Neuen unter euch, mein Name ist Tamara und weil es als Mann nicht immer einfach ist zu verstehen, wie eine Frau tickt, wie sie denkt, warum sie so denkt oder warum sie so fühlt, versuche ich hier. Weil Frauen vollkommen andere Wesen sind als Männer, so. Deswegen ist es schon wichtig, dass Männer da irgendwo die Möglichkeit haben, Frauen verstehen zu können. Irgendwie müssen Männer doch die Chance haben, uns zu verstehen. Da ist schon gut, dass es so eine Tamara gibt, die da ein bisschen dolmetschen kann. Hier auf dem Kanal aus der Perspektive einer Frau zu zeigen, aufzuzeigen, was in unseren Köpfen so vorgeht und warum, damit ihr das andere Geschlecht und auch unsere Unterschiede ein bisschen besser verstehen können. Ja, und Männer, die ein bisschen verstehen, wie Frauen denken und fühlen, sind im Vorteil. Sie haben nämlich mehr Erfolg bei den Frauen und können sie auch langfristig an sich binden. Okay, ihr müsst euch das so. Wenn ich eine Frau an mich binden will, muss ich sie wirklich verstehen? Oder reicht da nicht irgendwie ein Seil oder so? Und Frauen sind zum Glück auch alle gleich, genauso wie alle Männer gleich sind. Deswegen funktionieren diese Tipps hier auch immer so gut. Vorstellen. Bei der Partnerwahl läuft es ähnlich wie beim Brotbacken. Die Basis Mehl ist unerlässlich und frei nach Geschmack und Sorte vermengen wir es dann mit unterschiedlichen Zutaten, Salz, Rapsöl, Was? Hefe, Milch etc. Auch bei der Suche nach einem Mann gibt es für die Frau eine Zutat, der so etwas wie die Eigenschaft der Grundbasis zukommt, die unter allem Mehl? liegt und dann mit weiteren Ebenen vermengt wird, mit Dingen wie Humor, Ehrlichkeit, sozialer Status, Attraktivität, Großzügigkeit etc. Also Merkmale, die sehr vielen Frauen wichtig sind. Warum kochen wir auch einmal? Ich weiß es auch nicht. Ich wollte eigentlich nichts zu kochen anschauen. Jetzt bin ich plötzlich hier und verstehe es nicht. Wie auch, dass er motiviert ist, energetisch, fit und ja, gesund. Und da ist sie, meine Überleitung. Bevor wir nämlich zu dieser Basiseigenschaft kommen, die Frauen in ihrem Partner suchen, das heutige Video ist gesponsert von AG1. Und wie ihr ja durch viele meiner Was ist Videos das? wisst, ist Eigenverantwortung eines meiner zentralen Prinzipien. Und da steht natürlich auch seine Gesundheit in die eigene Sie hat Prinzipien? Okay, das ist mir neu. Kulturen und viele weitere Ja, Zutaten das aus interessiert mich echten nicht. Lebensmitteln. Probier es doch mal aus. Die Neigungen sind natürlich von Frau zu Frau unterschiedlich. Wir haben alle unsere persönlichen Präferenzen. Auch hängen sie von Kultur, Alter und Persönlichkeit ab. Aber es gibt Eigenschaften. Wow. Aber ich dachte gerade schon, wow, sie erkennt, dass es tatsächlich unterschiedliche persönliche, individuelle Präferenzen gibt. Aber natürlich, im Grunde wollen alle Frauen dasselbe. Zu denen wir uns alle hingezogen fühlen und ob bewusst Natürlich. oder unbewusst, Frauen sehnen sich instinktiv nach selbstbewussten Männern, nach Männern mit Selbstvertrauen. Das zeigt. Natürlich. Deswegen gibt es auch keinen einzigen Mann, der vielleicht Selbstzweifel hat, der in einer Beziehung ist oder so. Das passiert natürlich nicht. Ja, Selbstbewusstsein ist schon auch irgendwie. Kann attraktiv sein, aber es gibt doch Leute, die es irgendwie süß finden, wenn Leute schüchterner sind. Wie immer kann man halt nicht verallgemeinern, Tamara. Aber sie macht es trotzdem. Aber es gibt natürlich Studien darüber, die bestimmt wieder alle richtig gut sind. Und weil es Studien darüber gibt, die sagen, dass viele Frauen Selbstbewusstsein attraktiv finden, heißt das, dass jede einzelne Frau sich dazu hingezogen fühlt. Studien, aber auch viele Gespräche mit Frauen, die ich im Laufe meines Lebens geführt habe. Selbstvertrauen ist die. Sie redet zweimal davon, dass sie mit anderen Frauen gesprochen hat, aber irgendwie glaube ich ihr das nicht so richtig. Irgendwie glaube ich ihr nicht, dass sie tatsächlich mal mit anderen Frauen geredet hat. Eigenschaft, die immer wieder genannt wird. Für viele Frauen ist sie sogar die attraktivste Eigenschaft überhaupt. Und auch wenn eine Frau sich das vielleicht gar nicht unbedingt eingestehen will, es beeinflusst sie in ihren Entscheiden. Wie gesagt, es gibt viele Wesenszüge, die Frauen in einem Mann suchen. Selbstvertrauen aber spielt eine übergeordnete Rolle. Und ich erkläre euch gleich warum. Und auch warum Dinge wie sozialer Status, Statur, Kontostand, Bildungsgrad, Attraktivitätslevel und all das
ein bisschen in den Hintergrund rückt, solange ein Mann ein hohes Selbstvertrauen besitzt. Nee, also für mich ist der Kontostand schon immer das Wichtigste, muss ich sagen. Dann kann er auch so schüchtern sein, wie er will, aber Hauptsache der Kontostand ist hoch. Kurz noch der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Selbstbewusstsein ist die Basis, auf dem Selbstvertrauen aufgebaut wird. Das Bewusstsein, dass man über seine eigenen Fähigkeiten, seine Stärken und seine Schwächen hat. Also man weiß, was man kann, was man nicht kann, was man ist. Selbstvertrauen bezieht sich auf das Vertrauen. Was war dieses random Bild da drin? Dass man in seine Fähigkeiten hat. Also ein Mensch mit einem hohen Selbstvertrauen, der ist zuversichtlich, dass er Dinge meistern kann. In der Regel erlangt man Selbstvertrauen durch Dinge, die man in seinem Leben erreicht hat, die man sich erarbeitet hat, überwundene Herausforderungen, Lösungen, die man gefunden hat. Ja, und du weißt dann... Ist das so? Ich kenne so viele Männer, ich kenne so viele Männer, die nichts in ihrem Leben erreicht haben, die trotzdem so krasses Selbstbewusstsein haben. Vielleicht hat es damit nicht unbedingt was zu tun. Kann natürlich helfen, so viel von meinem Selbstbewusstsein, das wirklich auch vorhanden ist, ich schwöre, das baue ich auch über Sachen oder ist auch durch Sachen aufgebaut worden, die ich halt so in meinem Leben erreicht habe. Viel durch Lambda. Ich glaube, ich definiere mich immer noch viel zu sehr durch meine Arbeit bei Lambda und allgemein Ehrenamt und was ich da so alles bisher gemacht habe. Du kannst das, du kannst dich durchbeißen, wenn es sein muss. Du hast Vertrauen in dich. Du fühlst dich wohl in deiner Haut. Man kann es sich aber auch antrainieren. Ja, Frage, kann man als Frau an einem ersten Date, an einem Abendessen erkennen, ob ein Mann selbstbewusst ist, Selbstvertrauen hat? Was denkt ihr? Ja, nein, was sind eure Gedanken und Erfahrungen? Bitte. Kann man das? Ich weiß nicht. Es gibt halt auch Leute, die das irgendwie gut überspielen können oder so. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine ja, bis zu einem gewissen Grad, denn es gibt einige Indikatoren. Wenn du einen Raum betrittst, wie tust du das? Wie gibst du dich? Stehst du zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu deinem Körper? Hast du eine selbstbewusste, offene, aufrechte Körperhaltung mit geraden Schultern und Rücken? Oder sind deine Schultern eingezogen? Lässt du dich kleiner erscheinen, als du bist? Dann, wie kommunizierst du? Klarer, direkter Blick in die Augen, klare Stimme, fester Händedruck. Ja, und selbstbewusstes Auftreten hat nichts zu tun mit lautem Auftreten. Du kannst ein ganz stiller Typ sein, der in sich ruht. Wenn du also mit dem AMG vorfährst, heißt das... Ja, Leute anschreien macht dich nicht unbedingt selbstbewusster oder so. Nicht, dass das du stimmt. Selbstbewusst bist. Ja, und bevor wir es vergessen, auch Männer mögen selbstbewusste Frauen. Aber diese Eigenschaft besitzt für Frauen nochmal eine andere Bedeutung. Und vor allem aus evolutionsbiologischer Sicht leuchtet das. Wieder, ja, stimmt. Sie hat das Wort evolutionsbiologisch wieder benutzt. Also muss es ja stimmen, wie jedes Mal. ein, wenn es etwa um Mutterschaft geht. Und ja, hier kommt wieder einmal der Nachwuchs ins Spiel, der elterliche Aufwand. Mutterschaft ist ein riesiges Investment, das Frauen abhängig macht. Also sie sind auf Hilfe angewiesen. Wissenschaftler erklären, dass wir alle darauf vertrauen, dass Menschen sich selbst gut kennen. Darum gehen wir davon aus, dass das Selbstvertrauen einer Person oder dessen Mangel ihren Wert widerspiegelt. Das Vorhandensein seines Selbstvertrauens ist also für Frauen ein Indikator für seine Qualitäten, gibt ihr einen Hinweis auf seine Eignung als Partner. Das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist beim Selektionsverhalten ein zentraler Teil der weiblichen Motivation. Männer mit Selbstvertrauen sind anziehend, weil die Chancen hier gut stehen, dass man es mit einem verlässlichen Partner zu tun hat. Mit dem Ist das so? Also nur weil du selbstbewusst bist, heißt es doch nicht, dass ich mich unbedingt auf dich verlassen kann. Wieso sollte das miteinander zusammenhängen? Wenn man eine solide, lange Beziehung führen kann. Dieser Mann kennt seinen Selbstwert. Er weiß, was er kann, was nicht, was er zu bieten hat. Er schätzt sich selbst. Selbstbewusste Männer wirken auf Frauen aber auch attraktiv, weil wir Selbstvertrauen mit Männlichkeit verbinden. Zuverlässig sein, couragiert, stabil, verantwortungsbewusst. Er übernimmt die Verantwortung über seine Entscheide, genauso wie über die Wirkung und Folgen seines Handelns und er erwartet nicht von anderen, diese zu übernehmen. Ja, und als Mann, um seine Verantwortung zu wissen, es ist dieses männliche Selbstverständnis, das Frauen dazu verleitet, ihr Leben mit ihm verbringen zu wollen. Selbstvertrauen verbindet. Dieses männliche Selbstverständnis, ja. Wir zudem mit Selbstkontrolle. Dieser Mann hat sich und seine Gefühle im Griff. Er ist keine unkontrollierte Rakete, wo man nie so genau weiß. Voll. Eine Person, die voll zu sich steht, würde niemals ausrasten und so. Wie er reagiert.
Selbstbewusste Männer sind nicht getrieben von ihren Unsicherheiten. Ja, und auch mit Durchsetzungsvermögen. Er gibt nicht so schnell auf, er versucht immer sein Ziel zu erreichen, egal welche Hürden er antrifft. Ja, und damit kommen wir zum vielleicht wichtigsten Punkt. Ein selbstbewusster Mann suggeriert Erfolg. Er gibt einer Frau das Gefühl, dass er imstande ist, jede Situation zu meistern, dass er mit Konflikten souverän umgehen und sie lösen kann. Ja, das heißt nicht, dass er dazu tatsächlich immer in der Lage ist. Selbstvertrauen ist keine Garantie, darum sage ich Indikator. Tritt er jedoch selbstbewusst auf, strahlt er Selbstvertrauen aus, ist es wahrscheinlicher, dass er im Idealfall ein verlässlicher Partner ist, als wenn man ihm Zögern und Unsicherheit schon von 100 Metern ansieht. Wieso? Wieso kann sie diese Aussagen so bestimmt treffen, wenn das halt total Schwachsinn ist, hä? Ja, und an der Stelle muss man aber auch ergänzen, es gibt Männer, die gaukeln Selbstvertrauen nur vor. Jordan Peterson greift das Thema in seinen Videos immer wieder auf. Ja, Jordan Peterson. Immer wieder beste Quelle. Oh mein Gott. Wie oft sie ihn erwähnt, oder? Ständig. Gefühlt in jedem Video muss sie einmal sagen, John Peterson hat das auch gesagt, also stimmt das. Und dass man aufpassen muss, weil gerade Soziopathen gut sind im Vortäuschen von Selbstvertrauen. Ja, und Frauen fallen dann auf solche Typen rein, lassen sich blenden, weil sie es nicht von echtem Selbstvertrauen unterscheiden können. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, aber die meisten Frauen, die spüren eigentlich intuitiv, ob ein Selbstvertrauen echt ist oder eher nur ein Großmaul, ein Blender. Ja, und jetzt noch etwas Wichtiges für euch, gerade angesichts der Dating-Situation, des modernen Dating-Markts mit den Dating-Apps und der Kennenlernsituation insgesamt. Denn interessant ist diese ganze weibliche Denkweise, diese Struktur und auch die Entscheide, die es bewusst oder unbewusst mit sich bringt, weil es eben andere populäre weibliche Auswahlkriterien ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Und zwar Kriterien, die eben so bei diesen Dating-Apps im Vordergrund stehen. Wie zum Beispiel Attraktivitätslevel, Statur, Körpergröße, aber auch sozialer Status und sogar Beruf. Diese Dinge spielen bei einem selbstbewussten Mann nicht keine Rolle, aber sie sind nicht mehr so wichtig, weil sein Kontostand sagt in den allermeisten Fällen nichts darüber aus, ob er knifflige Situationen meistern kann. Ob er mir als Frau das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben kann. Seine 1,85 bedeutet nicht, dass er uns unterstützt in unseren Bedürfnissen. Sein Brad Pitt-Look reicht nicht für eine dauerhafte Beziehung. Und erst recht nicht, um für den Nachwuchs ein stabiles Umfeld zu schaffen. Das ist so ein bisschen, es stimmt ja so ein bisschen, was sie sagt. Gerade Online-Dating ist da auch zu oberflächlich. Es kommt halt auch nicht nur auf Selbstvertrauen drauf an. Und es kommt auch nicht nur drauf an, beim Dating kommt es mir auch nicht nur drauf an, dass ich irgendwie einen guten Vater für meine Kinder finde, sondern einfach verschiedene Aspekte, die da reinspielen und nicht nur das Selbstvertrauen. Natürlich sind nicht alle Menschen von Geburt an mit Selbstvertrauen ausgestattet. Wie gesagt, manchmal muss man es sich erarbeiten. Aber das Gute ist, Selbstvertrauen ist eine Eigenschaft, die man sich tatsächlich antrainieren kann, wenn man sie noch nicht schon besitzt. Ja, und ich würde gerne von dir wissen, ist das eine Eigenschaft, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, die du selbst schon erlebt hast, dass eine Frau sie an dir sehr schätzt? Schreib's mir in die Kommentare, mach auch ein Abo, falls dir meine Themenwahl gefällt und folg mir auch bei Instagram. Vergiss nicht, AG1 auszuprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis ganz bald. Macht's gut und tschüss. Gott, was sind das so für Kommentare? Ich bin ein selbstbewusster Mann. Ich weiß, was ich kann und bin mir auch meiner Schwächen bewusst. Sehr gut, dass du schon klargestellt hast, dass Letzteres auch dazu gehört zum Thema Selbstbewusstsein. Das wird oft vergessen. Tamara, wieder Ausrufezeichen. Eben drum liebe ich das auch bei Frauen und das haben meine Erfahrungen bestätigt. Was setzt du für Kommasetzung? Mit traditionellen Frauen habe ich durchweg die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Das sind diejenigen, die nie zufrieden sind. An materiellen Aufmerksamkeiten messen, wie sehr du sie liebst und einfach ohne echten Grund Opferrollen nutzen, wenn ihnen etwas nicht passt. Das ist eine kristallklare Erfahrung, die ich in meinen 30 Lebensjahren gemacht habe. Wenn eine Frau heute noch so traditionell unterwürfig tut, dann ist Alarmstufe rot, sofort die Flucht ergreifen. Außerdem ist nicht jede selbstbewusste Frau gleich eine fanatische, männerverachtende Feministin. Ah, leider nicht. Wäre cool, wenn jede selbstbewusste Frau gleich eine fanatische, männerverachtende Feministin wäre, aber
leider nicht alle. Dieses Extrem stütze ich keineswegs mit dieser Einstellung. Ist aber auch faktisch kein produktiver Schritt gegen den extremen Feminismus als Mann, wieder die ganz traditionellen Rollenbilder zu propagieren. So gibt man denen erst recht eine Bühne. Wenn wir dieses Problem so klein wie möglich halten wollen, müssten wir alle lernen, uns ganz normal und unvoreingenommen gegenseitig zu respektieren. Ja, ich weiß auch nicht, was ich von den Kommentaren erwartet habe. Aus meiner Erfahrung ist männliches Selbstvertrauen, weil es gibt männliches Selbstvertrauen und weibliches Selbstvertrauen, wie wir wissen, denn Selbstvertrauen ist auch total binär. Männliches Selbstvertrauen ist für Frauen in etwa so attraktiv wie für eine Katze, ein Gegenstand, den sie zur kurzfristigen Belustigung herunterschmeißen können. Und ja, Selbstvertrauen muss man sich erarbeiten. Genau deshalb opfere ich es nicht mehr leichtfertig, nur um einem Prinzessinnen zu gefallen. Aber hey, je mehr Selbstvertrauen, desto weniger ist man abhängig von weiblicher Bestätigung und Aufmerksamkeit. Und das bedeutet ein riesiges Plus im Leben. Lernt man aber oft später im Leben. Was? Oh boy. Also klar, ich finde Selbstbewusstsein finde ich schon auch attraktiv, aber wenn jemand irgendwie nervös ist, wenn ich jemanden nervös mache, schon auch irgendwie süß. I don't know. Kommt halt einfach auf die Person drauf an. Kann man, wie immer, selbst für mich als einzelne Person, kann man das nicht so allgemein sagen und dann halt erst recht nicht für alle Frauen. Wack.